So Leute, was geht ab? Es gibt wieder ein neues Event und der erste Teil davon ist schon da und wir haben einen neuen Shop. Ihr habt eine Nachricht gekriegt, in der habt ihr 250.000 von solchen, ich habe gerade die Währung vergessen, bekommen. Und dann hattet ihr das Angebot für 21 Euro, euch nochmal 250.000 davon zu kaufen. Ich wollte es mir erst nicht kaufen, habe dann gesehen, dass man dann hier dieses größte, den größten Zugang hier für dieses Bonus-Levels, die es jetzt im nächsten Event geben wird, kaufen kann. Deswegen habe ich mich entschlossen, das kurz zu kaufen. Dann kann ich das angucken und euch zeigen und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr das auch kaufen wollt. Das Angebot ist jetzt eben nur ein Tag da und was hierbei rumspringen kann oder rauskommen kann, das weiß ich noch nicht. Das gucken wir uns jetzt zusammen an. Der eine oder andere merkt eventuell, dass mein Spielerbild nicht mehr nur der oder nicht mehr der Spider-Man Stark Enhanced ist, sondern der Void, ne? Und das liegt einfach daran, dass ich den Void jetzt auf Rang 5 gebracht habe. Dazu habe ich eigentlich auch ein Video gemacht, habe auch ein bisschen mit ihm getestet, bin aber noch nicht dazu gekommen, das zu schneiden. Habe jetzt allerdings dieses Video hier wichtiger eingestuft. Deswegen spoilere ich euch davor leider schon weg. Also mein Void ist jetzt auch auf Stufe 5. Und im ersten Krieg hat er auch schon ein paar gute Kills in der Defense geholt. So, das hier ist unsere Map. Okay, wir legen einfach mal los. Wir haben nur eine Stunde Zeit. Ich weiß nicht, ob das eben zufällig mich dann auf den Weg teleportiert. Das ist das, was ich jetzt gerade aktuell annehmen würde. Gegen Joe Fixit nehmen wir einfach den Blade. Wir haben die Synergie, dass wir gegen Schurken stark sind. Hier geht es nicht darum, euch was zu zeigen, sondern einfach nur schnell durchzuspielen, damit wir die Rewards und alles etwas genauer angucken können. So wie es aussieht, wenn Joe Fixit nicht grundlegend verändert wurde, hat er hier Special Buffs drauf? Oder es ist gerade ein Anzeigefehler gewesen, dass das Zeug bei ihm gerade so oft geblinkt hat da? Oder ich bin gerade selber nicht mehr auf dem Laufenden, aber eigentlich ist das nicht typisch für ihn. Ich habe jetzt auch nicht drauf geachtet, ob da spezielle Buffs oder so aktiv sind. Ja, Facecam gibt es gerade keine, ist relativ spät. Und wie gesagt, ich wollte jetzt einfach das Video schnell noch raushauen. Und ansehen. Ja, das sieht aus, als würden wir random teleportiert werden. Und Ein-Sterne-Kiste, Zwei-Sterne-Kiste, zwei Ein-Sterne-Kisten, Drei- und Vier-Sterne-Kiste, Vier-Sterne-Kiste und eine Drei-Sterne-Kiste. In dem Fall wäre theoretisch hier das Beste, Weg 3. Was in den Kisten drin ist, weiß ich eben nicht. Und eben auswählen können wir nicht, ne, müssen probier es ausmachen. Und dann werden wir random irgendwo hingeschickt. Das ist die 4-Sterne-Kiste, immerhin. Das ist schon mal nicht das Schlechteste, hoffe ich. Das ist die höchste Stufe. Ich könnte mir vorstellen, es steht ja grob davor, was drin sein kann. Aber keine Dimension von der Anzahl. Also da stand sowas von Tier 2 Alphas. Und das wäre natürlich der Top-Preis. Einen kompletten Tier 2 Alpha, aber ich glaube nicht, dass das hier drin sein kann. 5 Sterne Shards und so Späße können drin sein, das Typische. Wünsche euch natürlich viel Glück, wenn ihr irgendwas holt. Oder wenn ihr irgendwas kriegt. Also ein Kampf gegen den alten Logan ist eigentlich kein Kampf, wenn ich nicht in Heavy von ihm gerannt bin. Das gehört bei mir eigentlich dazu. Tut mir leid, dass ich das jetzt hier gerade nicht geschafft habe. Auch das andere Event, ne, das wo jetzt zeitlich dazwischen kam, wo man mit unterschiedlich großen Charakteren Schaden kriegt, das habe ich noch nicht angefangen, da habe ich noch nicht einmal gespielt. Also ich habe euch da kein Video vorenthalten, keine Angst. Ich überlege allerdings, ob, wenn ich die Zeit finde, ob ich eventuell einen Speedrun auf der Map versuche, um Legend-Titel zu kriegen. Bin ich mir aber noch nicht sicher, weil im Prinzip ich habe den falschen... Ich habe keinen großen Charakter und ich weiß nicht, ob der Spider-Man sich selber töten würde, weil ich eben mich noch nicht so damit befasst habe auch. Habe ich jetzt am Anfang einen Fehler gemacht. Ja, einfach nur schnell durchkomme ich hier gerade die Devise und das Ziel. Es hat einen speziellen Artwork, dieses
Zwischenbild hier. Und auf einem großen Bildschirm sieht es auch ziemlich verpixelt aus. Sonst sind die Bilder irgendwie, haben die schönere Qualität. Also die Wasp sieht hier, oder Wasp sieht hier sehr verpixelt aus auf meinem Bildschirm. Ich hoffe, das sieht bei euch nicht so aus. Wir nehmen jetzt nochmal den Spider-Man. Einfach damit es schneller geht. Also das am Anfang muss wohl normal gewesen sein von ShowFixit, weil die haben hier keine speziellen Nodes drauf, so wie ich das jetzt hier gesehen habe. Ich habe auch keine Links oder so etwas gesehen. Muss mich dann nochmal informieren, ob sich bei dem was verändert hat oder ob da gerade irgendwas Komisches ist. Aber das war jetzt unglücklich, das war schlecht gemacht von mir. Das war wieder schlecht von mir. Ich glaube, das ist gar nicht verpixelt. Ich glaube, das ist wirklich das Artwork, was meinen Augen da etwas komisch vorkommt. So, was wird der Endgegner sein? Oh, der Endgegner ist Ghost auf den Charakter. Ich habe ihn noch nicht gelesen. Er ist Technologie. Das ist okay. Ich freue mich da eventuell drauf, weil ich finde, er hat ein cooles Design. Mal gucken, was der Charakter so kann. Und ich habe nach wie vor ein 5-Sterne Technologie-Erwecker-Gem. Und ich habe auch ein 5-Sterne-Technologie von 2 auf 3 Rank-Gam. Also, wenn der Charakter was taugt, vielleicht, Leute. Und ich ihn natürlich krieg, ne? Ja, hier. How to fight. Immer schön die Angriffe mitnehmen, damit der Gegner denkt, er hat noch eine Chance und zurückkommen kann. Das Pausenmenü hat, glaube ich, was Neues. Da gucken wir mal, ob das man hier eventuell benutzen kann. Oh, jetzt leckt es aber wirklich bösartig. Ich habe jetzt eigentlich Pause gedrückt. Okay, tatsächlich, es funktioniert. Im Pausenmenü habt ihr jetzt ein quasi... Das, was ich in den Spotlights mache. Also hier werden die Fähigkeiten erklärt. Das ist jetzt richtig schön. Und das gefällt mir, das finde ich gut. So, das Lang sollte sich jetzt auch beruhigt haben. Das war Superkraft 1. Mal gucken, ob wir sie noch auf Superkraft 2 treiben können. Würde ich gerne sehen. So, jetzt hoffe ich, dass sie mich mit der Superkraft 2 angreift. Bevor sie stirbt, ja? Okay. Ich lasse sie mich mal verprügeln. Die sehen irgendwie recht ähnlich aus, muss ich sagen. Ja, das hätte ich hätte nicht Void nehmen sollen, weil der tötet sie einfach, indem er die Debuffs auf sie wirft. Oh, und ich hätte sie gar nicht angreifen sollen. Ich weiß aber auch nicht, ob die dritte Superkraft freigeschalten war. Sei es drum. So, jetzt haben wir hier Belohnung. Wir kriegen 505 Sterne Schatz, das ist schon mal gut. Und 7200 Tier 2 Alphas. Das lässt sich sehen. Ist jetzt in dem Falle, weiß ich nicht, wie gut der Reward ist. Aber eine 1-Sterne-Kiste heißt, es wäre auf jeden Fall nicht wert, dass ihr euch das Angebot kauft für 21 Euro, damit ihr hier einen Zugang habt. Weil die Hälfte des Zugangs kriegt ihr auch so. Also so weit zu meiner Bewertung. Und eben, könnt ihr mal reinschreiben, was ihr bekommen habt. Und ja, ich hoffe, bald habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit. Und ich wünsche euch viel Erfolg, wenn ihr die Map macht, und haut rein, Leute.